Was auf dem Garibaldiplatz erfurchtigt, ist der wunderschöne Palazzo Modoni. Er wurde im Jahr 1796 erbaut. 2 Jahre lang, ab 1938, wurde der Palazzo von der Gemeinde von Palmarigi genutzt. Danach zog das Rathaus in den nicht weit entfernten Palazzo Vernazza um. Das schöne Gebäude wurde auch über viele Jahre als Grundschule genutzt. Besonders bemerkenswert ist der wunderschöne Balkon mit herrlichen Dekorationen und dem Familienwappen der Modoni. Dasselbe Wappen erscheint auch über dem Portal des Palazzos Modoni, der nur wenige Dutzend Meter vom Garibaldiplatz entfernt liegt. Beide Gebäude sind Teil des Erbes, die den Mitbürgern von Palmarigi von den Brüdern Gabriele und Giuseppe Modoni vermacht wurden. Auf der nordwestlichen Seite des Gebäudes gegenüber des Marktplatzes steht der Uhrturm, der den Lebensrhythmus der Burgen von Palmarigi durch die Glockenklänge bestimmt. Er wurde zwischen 1885 und 1889 erbaut und noch heute scheint mit seiner schlichten Pracht die Häuser der Ortschaft zu beherrschen.